So, dann werden wir jetzt mal gucken, was wir hier machen müssen. Ich habe jetzt eine Strophe erlernt und wenn ich die jetzt spiele, weil ich glaube, der muss da stehen bleiben. Und die Strophe ist für den nächsten Roboter, die Statue wahrscheinlich gut. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal an der Tür, weil ich jetzt gerade wirklich angenommen habe, ich muss den mit der Melodie steuern. Aber es sind ja drei Türen und somit auch drei Statuen, die ich befehligen muss. Hier ist wieder das Auge, wo ich wirklich keine Ahnung habe, was ich. Oh, was ich damit machen muss. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ach so. Hier muss ich den Greifhaken benutzen. Ich hoffe, alles geht gut. Oh, 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 oh. Das habe ich mir gedacht, dass ich ihn berühre. Winde. So. Ich denke mal, hier muss ich was wieder draufstellen, damit da hinten die Tür aufgeht. Dann müssen wir hier erstmal rein. Da ist die Statue. So. Passiert, wenn ich hier drauf gehe? Okay. Die Statue muss bestimmt hier abgestellt werden und dann muss ich hier mich selber bestimmt hier draufstellen oder irgendwie so. Wenn wir gleich sehen. Dann werde ich jetzt mal die Melodie spielen, damit der Kamerad da runterkommt. Wieder falsch. Du hast die Sonate des Puppenspielers gespielt. Niemand ist in der Nähe, den du kontrollieren könntest. Ach. Und jetzt? Ja. Ich muss den doch irgendwie kontrollieren. Probieren wir das mal hier. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich den jetzt darunter? Das wäre so eine Situation, wo ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie ich. Wobei, ich muss hier ja weiterkommen, weil ich muss ja hier die Brücke aktivieren. Bin ich eigentlich gerade darüber gekommen? Ach so, stimmt, da oben. Mein Freund, wie kriege ich dich jetzt darunter? Keine Ahnung. Tja, anscheinend will er doch nicht runter. Oder ich mache irgendwas wieder falsch. Kann auch sein. Wobei, in dem anderen war ja so eine Tafel gewesen. Und vielleicht muss man diese erstmal finden. Das gibt's doch nicht. Kriege ich das Ding jetzt darunter? Ich schaue mich noch mal kurz um in dem anderen Raum. Hier ist das Auge.
Hier aktiviere ich die Tür. Hier ist nichts. Nee. Muss nur mal da rein. Komisch. Verstehe das nicht. Hier muss doch irgendwo eine Tafel sein. Damit der Typ da runterkommt. Wie kommst du denn jetzt da runter? Niemand ist in der Nähe, den du kontrollieren könntest. Aber der steht doch gerade vor mir. Oder muss ich da mit dem Platt hinfliegen? Ich werde das nochmal kurz probieren. Muss ich mit dem Platt wirklich da drauf schwingen oder irgendwie so? Ja, das geht. Super, und jetzt müsste das doch eigentlich klappen. Nee, klappt, geht wieder nicht. Was mache ich denn jetzt falsch? Ich stehe doch jetzt direkt neben denen. Niemand ist in der Nähe. Ja. Kann ich den aufheben? Geht auch nicht. Hier muss doch irgendwo dann so eine Tafel sein. In dem anderen Raum war eine Tafel, die ich kontrollieren, also wo ich den aktiviert habe. Da muss das doch auch hier sein in dem Raum. Also die Rätsel in diesem Labyrinth sind für mich ziemlich schwer, muss ich ehrlich sagen. So, und nochmal. Ich möchte den gerne hochheben. Geht das denn? Nein, geht nicht. Auch nicht zum Drücken oder so, oder zum Aktivieren auch nicht. Nee, falsch. Verstehe ich nicht. Was ist denn die richtige Melodie? Wie kriege ich das Ding jetzt hier runter? Ah, ZR. Ich muss den erst rufen. Ja, da guckst du mich mal an, ne? Du hast mich gerade richtig zum Verstand gebracht. So, dann komm mal mit. Kannst du dich hier draufstellen? Komm mal her. Stell dich mal hier hin. Wir wollen mal was ausprobieren. Noch ein Schritt. So. Oh. Ja, warte mal, ich habe eine andere Idee. Warte mal, ich stelle mich da drauf. Nee, geh mal zur Seite. Geh mal kurz zur Seite. Ich stelle mich hier drauf und jetzt spiele ich das Lied. Ah, jetzt kann ich ihn steuern. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich gehorche Ihnen. Ja, Sir, ich weiß Bescheid. Ich gehe hier über die Regenbrücke. Kann ich hier reingehen? Nein, negativ. Ich kann da nicht reingehen. Sir, ich warte hier auf Sie, Sir. Super, das war doch einfach. War nicht einfacher wie die andere Aufgabe. Ali, hopp. Na, komm mal mit, Kleiner. Wir müssen dich jetzt auf die andere Seite bringen. Wenn ich dich hier kurz abstelle. Bleib bitte da stehen. Ich komme gleich wieder.
Kevin, mit deinen Dienern in deiner Gefolgschaft wirst du nicht überall hinkommen. Aber scheue dich nicht, sie in solchen Fällen einfach zurückzulassen. Sie sind zum Leben erwacht, also werden sie treu und unerschütterlich auf dich warten. Und das habe ich mir schon gedacht. So, wir gehen jetzt auf die andere Seite. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Komme ich jetzt hier rüber? Geht gar nicht. Ich will jetzt hier nicht abstürzen. So. Das jetzt? Wieso geht das jetzt hier nicht? Okay, wir müssen erst hier wahrscheinlich, um auf die andere Seite zu kommen. Oder ich versuche das jetzt mal so. Wobei, ich habe ja auch noch das Blatt. So. Das sieht aus, als ob jetzt ein Gegner kommt. Ich hasse es, recht zu haben. Was bist du denn wie einer? Oh, er sieht böse aus. Und er hat ein verdammt langes Schwert, was ich gerne hätte. Dann komm mal her, ich habe eine Bombe für dich. Kannst du was damit anfangen? Mist, die macht ihm nichts aus. Verdammt, da muss ich dich wohl so fertig machen. Warte mal, ich will noch mal was ausprobieren. Das ist auch nicht... Das hilft nicht. Na gut, dann mache ich dich auf die klassische Weise fertig. Komm her. Er scheint am Rücken verwundbar zu sein. Aua. Na, da war ein Herz, das schnappe ich mir. Ich habe irgendwas gemacht, aber ich habe keine Ahnung. Ich mache das einfach mal weiter hier. Scheint ja wohl gleich fertig zu sein. Das war's wohl. Juhu! Und was haben wir da? Da ist doch bestimmt der Bogen drin. Aber ich schnappe mir jetzt erstmal sein geiles Schwert. Oh, ist das geil. Ach Mist, das war verkehrt. Schlag. Juhu, was haben wir da? Du hast ein Ritterwappen gefunden. Es wird in der Beutetasche aufbewahrt. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeit ein meisterliches Niveau erreicht hat, weiß seinen Wert zu schätzen. Damit könnte doch Opa was mit anfangen. Kann ich hiermit das kaputt machen? Geil. Ich möchte das Schwert nicht mehr abgeben. Na gut, ich muss es leider abgeben. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ich schätze, dass hier der Bogen drin ist. Dann lassen wir uns mal überraschen. Juhu, du hast den Herurenbogen gefunden. Drückst du den Knopf, auf den du ihn gelegt hast, kannst du zielen. Lässt du ihn los, feuerst du einen Pfeil ab. Du kannst maximal 30 Pfeile mit dir führen. Super, wir haben endlich diesen Bogen. Und da schaue ich doch mal gleich mal nach, wie ich den benutzen kann. Super, das geht auch mit der Steuerung. Und wie schieße ich? Achso, nochmal auf gleiche Taste. Hang. Wir spielen wieder einen Ego-Shotter. Das ist The Legend of Zelda. Und ja, die Grafik ist wirklich einmalig. Wir können uns hier frei bewegen und die Steuerung ist wirklich wunderbar. Momentan sind leider keine Gegner. Aber das ist nicht schlimm. So, jetzt geht's weiter. Kann ich das Schwert eigentlich mitnehmen? Ne, ich muss ja wieder darüber. Ah, und sehen wir an, da ist jetzt das Auge. Könnte ich doch eigentlich jetzt drauf schießen.
Ah, Mist, jetzt muss ich wieder zielen. Das ist nicht so einfach. Ich muss das wieder auf die andere Taste ablegen. Echt, geht nicht. Das versuchen wir gleich mal hier auf die Taste. Weil das mit dem Zielen, mit dem Joystick irgendwie schwierig ist. So. Jetzt können wir darüber. Und das geht jetzt wieder. Ah, das ist sowas. Gut. Ne. Komme ich hier? So, versuchen wir doch mal den Weg nach da. Oh, oh. Haut ab, hau ab. So. Wo ist mein Freund? Der ist dort. Okay, wir müssen ihn wieder steuern. Genau, das ist für die Tür. Aber erstmal möchte ich diese Viecher hier loswerden. So, einmal du. Und noch du. Komm her. Ich warte auf dich. Wo bist du? Krieg ich dich? So, und weg ist er. Dann holen wir jetzt unseren Freund. Komm mal mit. So, oh, fast daneben gesprungen. Nochmal Glück gehabt. So, und dann haben wir, warte mal, was war das? Ach, jetzt geht er schon weg. Figuren haben sich gerade bewegt in seiner Anwesenheit. Da dachte ich, damit könnte ich die auch steuern. So, jetzt haben wir Nummer 2. Jetzt brauchen wir noch Nummer 3. Denk mal, dann kriegen wir bestimmt den Schlüssel für den Gegner, für den Endboss. Tippe ich mal drauf. Ich weiß es nicht, wir werden es mal sehen. Was uns jetzt die dritte Aufgabe... Oh. ...für uns hat. So, hier kann man runter... Hier kann man runter. Haut ab. So. Komm her. Komm her. Ach. Kann ich dich auch hier nicht erledigen? Super. Müssen wir drauf. Und ich denke mal, wir müssen Gleichgewicht schaffen. Dass wir da bestimmt die Statuen drauf schmeißen können. Ich probiere es einfach mal. Ja, das geht doch. Ach, wir müssen auf die andere Seite. Deswegen sind bestimmt 2 am besten. Da alle, keine Ahnung. Damit das Gleichgewicht gerade ist. Dass wir auf die höhere Ebene springen können. Und das probiere ich jetzt einfach mal. Schmeißen jetzt den hier runter. Denke mir mal, das wird jetzt reichen, oder? Ja, das geht. Okay, hier komme ich sowieso jetzt erstmal nicht hin, weil ich hier einen Schlüssel brauche. Und ich habe keinen Schlüssel. Aber den kriegt man sicherlich hinter dieser Tür. So. Was haben wir denn hier? Wir haben zum einen dich dort. Und dich dort unten. Kann ich ihn zielen? Das ist schwierig. Muss das wieder ablegen. So. Gucken wir gleich mal. Oh, fall nicht runter, mein Freund. Oh, er fällt. Er ist gefallen. Oh nein. Er ist tot. Ja, wieso? Wie soll ich jetzt da hin? Ach so, die Plattform kommt hier hoch. Und dann müssen wir auf die nächste Plattform. Das ist in dem Fall... Oh, nicht runterfallen. Ach, er fällt trotzdem. Eieiei. Nochmal. Wir versuchen es nochmal in aller Ruhe. Also, wir müssen erst auf diese Plattform. Ali hopp. Kann ich jetzt den hier fertig machen? Jetzt müssen wir auf diese Plattform, aber erst wenn sie kommt. So, gehen schon mal in die Position und springen jetzt. So, und ich hab... Oh, ist fertig. Müssen wir das hier aktivieren?
Oder? Ist das richtig gewesen? So, jetzt springen wir hier drauf. Und jetzt muss doch irgendwas hier noch aktivieren. Ach, da oben ist noch ein Auge. Komm her. Verdammt. Ey, verdammt. Komm, schaff es, Link. Jetzt? Gleich ist der... So, haben wir das aktiviert. Und da ist der Schlüssel drin für die verschlossene Tür. Aber da muss man erstmal hochkommen. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Ganz einfach, wir springen erst auf die Plattform. So, und jetzt auf die. Denke ich mal. Oh, da oben ist noch einer. Ich hoffe, das reicht aus mit meinem Pfeilbestand. So, wir haben den getroffen. Super. Aber er hat nichts ausge... Ach doch, der bewegt sich. Und jetzt möchte ich noch gerne dich hier wegkommen. Wo bist du? Verdammt. Verdammt. Naja, das lasse ich lieber mal, sonst sind gleich die Pfeile leer. Und die bräuchte ich noch. Wobei, ich denke mir mal, die waren bestimmt in den Töpfen da drin. Da hätte ich das eben aufbessern können, aber egal. Aua. So, da ist doch bestimmt der Schlüssel drin. Super. Jetzt müssen wir hier hoch. Moment. Der Aufzug kommt in einen Moment. So, da ist der Aufzug. Kann ich den noch eigentlich fertig machen, oder? Nee. Jetzt muss ich auf die andere Plattform. Schnell rüber. So, ach, da hinten ist auch noch eine Kiste. Ich möchte gerne den Gegner hier treffen. Da kann ich den mit dem Platt runterwerfen. Das? Komm her. Super. So, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Und... So, jetzt 1, 2, 3 und... Ali hopp. Nicht runterfallen. Super. Das, da kann ich ja gleich mit dem Platt drüber schweben. Pass mal auf, hier sind bestimmt wieder Rubine oder so eine Halskette drin. Ach, ich hasse die Dinger. Ich hasse die so sehr, diese blöden Schmetterlinge. Dafür lohnt es sich nicht, dahin zu fliegen. Ja, wir müssen jetzt in die... Weil da könnte ich eine Bombe noch hinschmeißen. Wir müssen jetzt in die verschlossene Tür und die Statue holen. Suchen wir das mal, ob wir da jetzt rein irgendwie was gegenschmeißen können. Ups, das war zu früh. Super. Ah, da ist noch eine Tür. Ich dachte, hier wäre irgendwie ein Schatz oder so. Noch ein paar Bomben. Und hier bitte ein paar Pfeile. Super. Oh, hier ist wieder ein Gegner. Zwei sogar. Oder? Sind das Gegner? Hallo? Seid ihr Gegner? Nö. Hm. Kann ich die bewegen? Nö. Ey, was seid ihr wie Gestalten? Hallo. Eine Bombe? Wollt ihr eine Bombe haben? Tja. Keine Ahnung. Aber das sind doch bestimmt Gegner.
Ach, hier steht eine Info. Oder? Stand doch gerade irgendwas mit Info. Hier. Hallo? Dieses Muster soll den Wind symbolisieren. Ah, wir müssen also ein Lied singen. Ein Lied. Ne, falsch, 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 falsch. Hoch, links, rechts. Du hast das Lied des Windes gespielt. Aha. Schau mal an. Oh, was haben wir denn da? Ach, jetzt, ihr habt es doch gewusst, dass die Dinger leben. Kann ich euch mit dem Pfeil... Oh, warte mal. Falsch, 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 falsch. Ja, das geht. Und jetzt? Ach, da muss man bestimmt noch eine Bombe reinwerfen, oder wie? Bitte nicht... Doch, doch, das muss man machen. Mist. Na, geh kaputt. So, dann war es nur noch einer. Von den Wichten. Peng. Hier ist die Bombe für dich, die du haben wolltest, die du bestellt hast. So. Gucken wir mal, was hier drin ist. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im Kartenbildschirm, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und näher dich mit dem Boot deinen Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Also ich habe ehrlich gedacht, da wäre der Schlüssel drin. So kann man sich irren. Wir müssen bestimmt noch höher, denke ich mal. Das ist ja auch so ein Turm. Wir bestimmt höher müssen. So, jetzt müssen wieder die Gewichte draufgeschmissen werden. Wir können das auch hier machen. So, zwei Stück genügen. Und dann schauen wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Aber das sehen wir in der nächsten Folge.